Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Tod und Chaos auf Nexus herrschen. Wir müssen hier auf dem Fest mit unserer Mutter Myrene reden. Ja, genau. Übrigens habe ich jetzt eine andere Ausrüstung. Schaut geil aus. Habe natürlich auf Stufe 25 hochgepimpt. Außer das Schwert. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas habe ich noch hochgepimpt. Ja, der Vogel pfeift. Was sagt der Vogel? Was zeigt er uns? Was will der sagen? Er will uns sagen, dass da hinten in der Ecke was ist, was man kaputt machen kann und einsammeln. Das interessiert mich momentan peripher. Oh, Entschuldigung. Das tut mir leid. Das tut mir jetzt sehr leid. Hörst du nicht, was ich sage? Es sind ihre besten Kämpfer. Du solltest die Öffentlichkeit meiden. Sie finden dich. Ich verstehe dich vollkommen. Doch ich muss gesehen werden. Der Hetzer leistet gute Arbeit. Ich brauche mehr Unterstützung gegen Paros. Ich habe schon zu viele Sterben gesehen. Bitte, verlasse diesen Ort. Was passiert? Was führt dich hierher? Alexios, pass dich der Stimmung an. Lasst euch nicht stören. Bitte, führt eure Unterhaltung fort. Es klang spannend. Ich kam, um deiner Mutter zu sagen, dass der Kult seine Elite auf sie ansetzt und dieser Ort nicht sicher ist. Und ich erklärte Aspasia, dass ich öffentliche Auftritte für die Unterstützung der Bevölkerung brauche. Soll ich mich um die Soldaten des Kults kümmern? Nicht nur das. Ohne einen Beweis wird mein Volk nicht glauben, dass Paros hinter all dem steckt. Du musst einen finden. Natürlich. Gut. Und ich mische mich unters Volk, um Unterstützer zu gewinnen. Sei vorsichtig, sie sind gefährlich. Ich weiß. Ich bringe sie sicher fort von hier. Ich glaube kaum, dass jemand, der kam, um dich zu töten, seine Auftraggeber verrät. Das stimmt. Ein physischer Beweis wäre besser. Ich bin sicher, du findest etwas. Und was sagen deine Quellen, wo ich sie finde? Versuch es in den Höhlen unter dem Zars. Diese Kultisten sind so besessen von ihrer eigenen Mystik, dass es zu ihnen passen würde. Ich habe verstanden. Also, ich finde meine Ausrüstung richtig geil. Natürlich. Ich werde euch beiden gern helfen. Wir sehen uns dann später. Das ist ja mal ein interessantes Ding. Oh, schau mal, wie schön der tanzen kann. Fast so schön wie ich. Und das doch ohne Musik. Warte, mach mit. Oh, Entschuldigung, schon wieder. Ich habe so viel getrunken, tut mir leid. So. Dann Athena Versteck. Sie auf Nexus. Ach, die Attentäter, alles klar. Dann werde ich mal die Attentäter suchen und ich erstmal hier meinen Sack am Lagerfeuer wärmen. Oh, ist das schön warm. Wenn wir Bratwurzel grillen, fängt die Stimmung an. Ach ja, was soll's. So, wir sehen uns dann gleich da, wo wir hin sollen. So. Ich habe einen Höhleneingang gefunden. Da gewissen. So, Ferti bleibt da stehen. Oh, ist das hier nicht schön? Herrlich ist das hier. Sogar ein Boot. Was da wohl noch da unten ist? Ja klar. Was halt so. Da sollten sie drin sein. Da sollten sie drin sein. Dann müssen wir es ganz leise rumlaufen. Und flüstern. Damit uns keiner hört oder sieht. So, nebenzu habe ich noch ein Grab geplündert. Das Gebiet wird gut bewacht. Da habe ich auch eine neue Waffe gefunden, die ich aber nicht feiere. So. Echt toll. Kann ich natürlich meine Fähigkeit mit meinen Vögelchen nicht machen.
Hier könnte ich vielleicht... Vielleicht kann ich hier meucheln, ich weiß es nicht, mal schauen. Wie wir das hier handhaben. Okay, da ist er. Ah, der andere steht da dort. Ah, toll. Attentäter hier. Der andere steht da. Ah, egal, probieren wir es mal aus. Wenn nicht, dann heißt es halt nichts geworden. Doch Gang. Schmeißen wir hier hinten in die Ecke rein. Was weg ist, ist weg. Na, 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 bleib da. Ach ja, klar. Ah, scheiße, es geht nicht. Ich hab dich schon verwendet. Alles klar. Komm her. Ah, hast du gemeint, hä? Was hast du dabei? Gar nichts, hör? Schäm dich. Die Kiste und das Ding, das ist von da drüben. Da ist nämlich Festung. So, schauen wir mal, gehen wir da oder da. Aha. Gib mir mein Geld. Warum krieg ich das jetzt nicht? Warum krieg ich das nicht? Verdammte Kacke. Oh, tollen Speer, Stufe 27. Warum krieg ich das nicht? Warum krieg ich das nicht? Doch Kacke. Wenn ich sowas nicht krieg. Schauen wir mal hier in der Ecke nach. Da ist ein Weg und da ist ein Weg. Ja, das können wir mal den da. Schöne Steinchen. Ah, okay, also. Ah! Da sind zwei. Es wird hart. Versuchen wir mal leise anzuschleichen. Wenn wir erst die hier. Oh, das klappt. Drachen. Sie wurden auf Paros geprägt. Und ein Brief. Er ist verschlüsselt. Ein verschlüsselter Brief. Hier Licht. Lass mich hier im Wasser liegen. Oh, schauen tut es hier richtig gut. Keine zu Myrene zurück. Alles klar. Jetzt da, lass los und. Ja, genau, das wollen wir auch noch. Und. Bubidibu. So. Ich werde jetzt hier noch die Höhle ein bisschen erforschen. Wir sind uns bei Myrene. Ah, halt, das machen wir noch mit. Myrene. Oh, geil. Das ist ein Bogen. Junge, das ist ein Bogen. Goldbogen.
Mit Giftpfeile, so wie es ausschaut. Warte mal, das muss ich mal mit euch schnell anschauen. Inventar. Inventar, Mann. Junge, Junge. Boom, chiki, wow. Chiki, chiki, wow. Einfache Weile, Pfeile werden zu Giftpfeile. Ja, wunderbar. 2% Giftschaden. Attentatschaden. Was für eine geile Kacke, Mann. Oh yeah. Das ist nicer Scheiß, Alter. Das ist genau das Richtige für uns. Ja, also seht ihr auch, was ich so an Waffen habe hier. Aufgepimpt. Auf 25, da habe ich kein Fell mehr gehabt. Was haben wir das? Das habe ich auch erhöht, erhöht, erhöht. Das habe ich gefunden, habe ich so genommen. Auch mit Giftschaden. Und meine Stiefelchen. Natürlich Pegasus, mein Pferd. Schau mal kurz mit euch da rein, was da alles ist. Yeah. Da habe ich 6-1 fehlt mir noch. Dann kann ich mein Speer weiter ausbauen. Und hier, das habe ich auch so nebenbei noch aufgesammelt. Und das ist schon wieder fast voll. Ja, super. Also, wir sehen uns bei Mirene. So, wir sind wieder zurück. Ich habe die Höhle ein bisschen gekundschaftet. Hab 3 Ausgänge gefunden. War schon interessant. Ich habe jetzt hier noch irgendwas anderes gefunden. Diesen Stab hier. Den habe ich jetzt ausgerüstet, weil der macht auch Giftschaden. So, was hat die? Kopfweh? Hast du Kopfweh? Die Drachmen der Soldaten des Kults stammen aus Paros. Ah, es gibt wohl keinen eindeutigeren Beweis. Das sollte uns reichen. Bring sie zur Händlergilde. Sag ihnen, das ist der versprochene Beweis. Und sag ihnen, sie können sie behalten. Natürlich. Dies hatten sie auch bei sich. Es scheint der Befehl zu sein. Ich kenne diesen alten Dialekt. Die Kultisten müssen mit seiner Hilfe kommunizieren. Du verstehst ihn? Das Geld kam nicht von Silanos. Der Auftrag kam aus Sparta. Das ist unmöglich. Ich kann es dir übersetzen. Der Befehl stammt vom spartanischen König. Aber die Elite Spartas hat sich dem Kult stets widersetzt. Der Kult ist wie Wasser. Findet es einen Riss im Fels, sprengt es ihn. Sparta ist frei von Korruption. Na, jetzt wohl nicht mehr. Sparta hat sich sehr verändert. Korruption ist heute überall, so wie es Basir sagte. Selbst in Sparta. Sie wollen Disziplin nach ganz Griechenland bringen und verraten von innen. Sie kämpfen gegen den falschen Feind. Ich bin Spartanerin. Du bist Spartaner. Ist dem so? Ich trage hier die Verantwortung. Paros muss gestoppt werden. Aber danach, ja, dann komme ich mit. Danach kommt sie mit. Tod und Chaos abgeschlossen. Kultist des Kosmos. Ja, schauen wir es gleich mal rein. Oh, neue Quest. Die Paros-Blockade. Yeah. Übrigens, das ist ein schöner Löwe auf dem Boden. Kultisten, da schauen wir jetzt mal rein. Da haben wir einen kleinen Hinweis. 32. Ja, ist noch tödlich, aber Brief des Weißen an den Höker. Ja, schauen wir hin. Und hier, verschlüsselte Botschaft. Oh. Ah ja, klar, okay, alles klar. 2 Sachen haben wir schon mal rausgekriegt. Hier ist nochmal was. Den können wir enthüllen. Jetzt enthüllen wir diesen Pfeifendeckel mal. Stufe 25, den können wir locker kaputt machen. Hoffe ich. Wir reißen eure Statuen nieder. Wir brennen eure Tempel ab, wenn es sein muss. Um die Welt von Nagern wie euch zu befreien. Silanzo von Paros. Du Schmackerduze, Herr.
Oh, Kultisten auf dem Nexus. Dich reißen wir jetzt in Stücke, Mann. Ohne Witz. Wenn wir gleich mal hier, ja, wo ist der? Ja, auf jeden Fall hier irgendwo in der Nähe. Sollte hier vielleicht gleich auftauchen? Ja. Wahrscheinlich bei einer Aufgabe, wenn wir die machen. Schauen wir mal in unseren Inventar rein, was wir da noch so haben. Nee, das gefällt mir gar nicht. Das ist ja... Athena Rüstung gefällt mir sowieso nicht. Aber ist gut. 43. Wenn wir so Sachen hier aufwerten wollen, da brauchen wir ein bisschen mehr. Schauen wir in die Quest rein. So, hier, das ist es. Ah, die Passblockade. Sprich mit Marene. Das machen wir. Nämlich in der nächsten Folge mache ich das mit euch. Tun wir den Kultisten hier einen Kopf abschneiden und stecken ihn in seinen eigenen Arsch rein. Ja, einfach so, was Spaß macht. Also, dann sage ich danke fürs Einschalten. Bleibt sauber, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Euer Infected Delta.